Moin, Philipp der Musikmatrose hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Workout. Heute geht es um die Dominant-Sept-Akkorde nach dem Cage-Prinzip. Wir hatten ja schon die Major-Voicings. Und der Unterschied quasi von einem Major-7 zu einem Dominant-7-Voicing ist eigentlich, dass ich nur die große Terz, die große Septime zu einer kleinen Septime wird. Und genau wie im letzten Video, also die Voraussetzung ist sozusagen dieses, dass du diese Caged-Serie geguckt hast und weißt, wie die Griffe gehen. Ich gehe sie wie immer noch einmal in C kurz durch. Also wir haben hier in C7 in der klassischen C-Form, wie man es auch von der Lagerfeuer-Gitarre kennt. Dann haben wir hier die nächste Version. Basiert ist quasi die A-Form nach unserem Cage-Prinzip. Dritter Bund. Dann haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten aus der G-Form. Einmal so eine etwas tiefere. Oder wenn wir streng gehen vom letzten Mal, das war Major 7, dann wäre das Dominant 7. Nehmen wir heute mal den hier, diesen hellen, den etwas knackigen. Dann haben wir hier quasi basierend auf der E-Form hier das E, C7 und hier unsere D-Form. Auch nochmal C7 und genau wie wir es auch bei der anderen hatten, nehmen wir diese Form und schieben sie einmal hier rauf. Und dann machen wir wieder unsere Pendelübung. Einmal ganz kurz vorweg. Erste Form, zweite Form, erste Form, dritte Form, erste Form, vierte Form, erste Form, wo sind wir denn? Fünfte Form, erste Form und hier quasi die sechste. Dann drehen wir um, gehen hier, fangen mit der zweiten an, dritte, zweite, vierte, zweite, fünfte, zweite, sechste, zweite und noch einmal die erste und dann springen wir zu Form 3. Wir können das vielleicht ein bisschen nicht einfach so viel, also du kannst einfach die vier Schläge auch so ausspielen. Ich glaube, ich werde es ein bisschen funkiger irgendwie angehen heute. Vielleicht irgendwie sowas wie irgend sowas in der Art. Okay, dann lass uns doch mal starten. Zweite und dann weiter zur vierten und jetzt. Thank you.
letzte, sechste. Ganz runter. Zweite. Ja, das war schon fast ein bisschen flott, aber ich finde, die Sepp-Voicings, die lassen sich erheblich einfacher greifen als die Major-Voicings, die wir hatten. Und ja, du kennst es aus dem anderen Workout, da sind wir dann nach F gegangen, haben die alle F-Major-Voicings gemacht. Ich habe gedacht, wir lassen das mit dem C immer gleich, da hat man einen guten Einstieg, aber jetzt nehmen wir doch mal nicht wieder F, sondern vielleicht einfach mal G. Das sind zwar nur zwei Bühnen Unterschied, aber das macht auch schon wieder einen kleinen Unterschied beim Spielen. Also, wir könnten jetzt rein theoretisch mit der G-Form hier anfangen. Aber das ist, da würde ich genau wie bei F hier mit der tiefen, also mit dem tiefen G auf der E-Seite anfangen. Und wir haben hier haben unsere E-Form. Jetzt hier im dritten Bund. Dann weiter D-Form. Dann hier im 10. Bund die C-Form, dann direkt daneben die A-Form und jetzt hatten wir eben den hier. Der ist mir hier oben aber jetzt doch arg schrill. Dann nehmen wir diese Version. Also zweiter Finger, A-Seite, 14. Bund. Dritter Finger, D-Seite, 15. Bund. Erster Finger, G-Seite, 12. Bund. Und der kleine Finger hier unten auf die H-Seite auch nochmal im 15. Und dann quetschen wir uns hier oben wieder. Von da nach da wieder mit der E-Form. Das ist dann die sechste Möglichkeit. Und wir pendeln wieder. Ich mache das Tempo mal ein bisschen langsamer. Dann wollen wir mal gucken, was die G-Variante uns bringt. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. Zweite. Tiefe. Nochmal ganz hoch. Und zur nächsten. Thank you.
Endspurt. Sechste. Ganz runter, erste. Ja, das war einmal der Spaß für alle G7s, für alle G7-Akkorde auf dem Griffbrett. Ja, fehlt uns noch Moll 7, kriegen wir auch noch hin. Und ja, wie auch beim letzten Mal, die Transferleistung nach G war jetzt ein bisschen was anderes. Übt es auch in B-Tonarten, nimm dir irgendwas anderes, mach dir so wie ich irgendwie so ein Jam-Track und... Ja, und dann guck, dass die Akkorde quasi immer weiter fleißig bei dir gedeihen und wachsen und du dadurch auch mehr Freude beim Spielen hast. In dem Sinne, ja, viel Spaß beim Üben, wie immer, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!